Das ist reizend von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Frau Präsidentin, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Ihre gerade eben Vorgängerin hat darum gebeten, die Redezeiten wirklich einzuhalten, weil wir schon sehr spät dran sind. Die Minute, die sich Frau Künast gerade für den Berliner Wahlkampf geklaut hat, die gebe ich Ihnen selbstverständlich gerne wieder zurück an dieser Stelle, damit das Haus auch wirklich weiterkommt. Frau Künast, diese gespielte Form von Entrüstung, kehren Sie zurück zu Ihrer eigentlichen Bestimmung, treten Sie weiter Schutzbretter im Deutschen Bundestag heraus. Das funktioniert effektiv. Die Argumentation funktioniert bisher nicht. Wir wollten Ihnen eigentlich in dieser Debatte, die wir in einer ganzen Reihe von... Jetzt hatte sie gerade genug Zeit und trotzdem ist es noch nicht zu Ende. Es war ja nur zu erwarten, dass eine solche Debatte noch mal aufflammt. Und ich muss ganz eindeutig am Anfang sagen, das zu Ende gedacht, was hier mit etwas Brimborium außenrum formuliert wird, heißt doch zu sagen, wenn ich die Verzugsfolgen anschaue, wenn ich die Frage des Unmöglichmachens von der Umlage von Modernisierung tatsächlich zu Ende denke, niemand sagt etwas dagegen, dass wir tatsächlich hinschauen müssen, ob wir das nicht reduzieren. Auch davon spricht der Koalitionsvertrag. Aber jetzt mal auf die Seite der Linken gesagt, mir ist klar die Orientierungslosigkeit, in der sich Ihre Partei befindet. Aber diese Form zu Ende gedacht heißt Enteignung. Das heißt am Ende des Tages wirklich, und damit werden viele Ihrer Probleme gelöst, Enteignung bis hin zur Bodenenteignung. Denn nur dann kann ich tatsächlich am Ende sagen, der Vermieter braucht nicht mehr darauf zu achten, ob er denn überhaupt irgendetwas an Wirtschaftlichkeit mit seinem Eigentum umsetzen kann. Das ist noch nicht mal mehr Sozialismus. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie man am Ende dieses Tages einen wirklich funktionierenden Wohnungsmarkt installieren will, dort wo er nicht funktioniert. Die Behauptung, Mieter werden in diesem Land nicht geschützt, ist unwahr. Sie bleibt auch durch noch so oft Wiederholung unwahr. Dass es Missstände gibt, glaube ich, stellt niemand in Abrede. Und deshalb meine ich, es ist jetzt wirklich alles an Argumenten ausgetauscht worden. Das ist immer das Schöne an einem etwas späteren Rednerplatz, dass man sich auf diese Vorreden gerne und gut beziehen kann. Aber beim Thema Mietpreisbremse, es ist ja nicht so, dass wir funktional, dass wir systematisch nicht darauf hingewiesen hätten, an welchen Stellen es zum Teil nicht funktionieren kann. Und genau da, wo es nicht funktioniert, nämlich in den Ballungsräumen, helfen all diese Vorschläge nicht besonders weiter. Und mal die entscheidende Frage aufgeworfen, wie wollen Sie eigentlich, abgesehen vom Ballungsraum auf der einen Seite, hin zum Leerstandsgebiet in diesem Land, alles über einen Kamm zu scheren? Das bedeutet am Ende des Tages, es funktioniert nirgendwo mehr, die Investition, sei es im Ballungsraum oder sei es in Gebieten mit tatsächlich vorhandenen Leerständen. Das Land ist tatsächlich ungleich besiedelt, also braucht es auch ungleiche Antworten, um einen Mietmarkt auf dem Laufenden zu halten. Und deshalb sage ich noch mal zurück zu den entscheidenden Grundsätzen. Der Normalfall ist eben nicht der herzlose Großkonzern, der mit Fremdkapital Wohnung anbietet. Nein, es ist der Klein- und Kleinstvermieter. Drei Viertel in diesem Land werden tatsächlich von Familien, von Einzelvermietern an die Menschen vermietet, die 20 Millionen. Es ist der Normalfall, dass in diesem Land ein unbefristetes Mietverhältnis besteht und das wirklich nur mit ganz ausgewiesenen Ausnahmen auch wirklich beendet werden kann. Es sind sehr wenige Gründe, dass das überhaupt geht. Es geht um erhebliche Verletzung vertraglicher grundsätzlicher Pflichten. Und deshalb auch bei dem Thema, das Sie immer wieder anführen, die Frage der Eigenbedarfskündigung. Es sind ganz eng umgrenzte Möglichkeiten, die in unserem Land den Vermieter schützen. Die entscheidende Frage, darauf will ich schon noch einmal eingehen, die Verzugsfolgen bei der Frage Nichtzahlung von Miete. Es hat gute Gründe, warum wir hier unterscheiden zwischen außerordentlicher Kündigung und ordentlicher Kündigung. Und wenn Sie das tatsächlich zum Prinzip machen wollen, dass Sie immer wieder durch das Nachlegen eines Kleinstbetrages diesen Betrag an aufgelaufener Miete nicht mehr zum wesentlichen Leistungsinhalt machen, dann kündigen Sie das Synalagma auf. Irgendwann
Maßnahmen sind die Hauptleistungspflichten, das zur Verfügung stellen von Mietraum auf der einen Seite und das Zahlen von Miete auf der anderen Seite nicht mehr in Ausgleich zu bringen. Und das heißt Aufkündigung dessen, was wir bei dieser Frage der Verlässlichkeit, der Berechenbarkeit, wenn Sie es denn so haben wollen, Planungssicherheit auch für einen Mieter durchaus brauchen und haben müssen. Und am Ende des Tages geht es schon darum, dass wir sagen müssen, bei den ganzen angeführten Punkten bleibt es doch dabei, dass in diesem Bereich, und da sagt niemand ein Wort dazu, 1 Million Wohnungen fehlen. Der Fehlbestand in diesem Land hat sich mittlerweile auf 1 Million summiert. Ich höre kein einziges Wort darüber, wie sich dieser Mietbestand auf Dauer effektiv, nachhaltig und bezahlbar für beide Seiten, für einen Investor und einen Vermieter und einen zukünftigen Mieter tatsächlich herstellen lässt. Und da ist der wesentliche Unterschied in diesem Haus. Nicht nur den Mieter, der im Augenblick schon eine Wohnung hat, zu versorgen, sondern auch an den Mieter zu denken, der keine Wohnung hat und in Zukunft keine Wohnung zu hat. Und das geht anscheinend in diesem Land nur mit CDU/CSU, meine Damen und Herren. Und die entscheidende Frage für mich ist schon, dieses auf die Tränendrüse drücken, dafür habe ich ja pathetisch durchaus Interesse und auch Verständnis. Aber wenn einer sagt, dass er damit gegen Altersarmut anziehen will, dann muss ich schon mal ehrlich die Frage stellen, auch Vermieter, gerade die Kleinstvermieter, sind Menschen, die Wohnraum brauchen. Auch da gibt es Kinder, die Wohnraum brauchen. Und auch um die entscheidende Frage geht es nämlich, wenn ich am Ende des Tages, wir wollen, dass die Menschen in Eigentum investieren, um ihre Zukunft zu sichern, um ihre Altersvorsorge mit ein Stück weit zu sichern. Und deshalb sage ich dieses, ich sag's Krokodilstränen über die Frage von Explosionen in Ballungsräumen, aber das Missachten aller anderen in diesem Land. Mit dieser Frage verhindern Sie keine Altersarmut, Sie schaffen sie erst, diese Altersarmut, wenn Sie das am Ende des Tages wirklich durchsetzen wollten. Und die entscheidende Frage, bleiben Sie schuldig, wenn Sie überhaupt über die Frage Mietpreisbremse und Orientierung reden, dann muss ich auch über die Frage entscheidend nachdenken, wie wollen Sie denn das ohne einen Mietspiegel überhaupt machen? Wie wollen Sie denn eine Orientierung in dieser Frage bekommen? Also Sie schütten das Kind nicht nur mit dem Bade aus, sondern Sie sorgen auch gleich dafür, dass es kein Badewasser mehr gibt am Ende des Tages. Und das kann sicherlich nicht im Sinne unseres Erfinders sein und sicherlich nicht im Sinne der deutschen Mieter und eines Mietmarktes, der tatsächlich funktioniert. Kein Satz zum Thema sozialer Wohnungsbau bei einer anscheinend doch so wahnsinnig wichtigen mietrechtlichen Debatte. Kein Satz über die entscheidende Botschaft zu sagen, dass ein Wohnungsmarkt nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn er ständig, beständig auch mit neuen Wohnungen versorgt wird. Kein Satz über die entscheidende Frage, wenn ich dann tatsächlich die Modernisierung des Altbestandes schon nicht mehr zulassen will. Wo soll denn dann der neue Bestand am Ende des Tages eigentlich herkommen? Und dann mal ein Satz über die Frage der Verteuerung. Auch die Krokodilstränen zu sagen, wie teuer denn das Ganze geworden ist, da muss man doch von der Seite ein Stück weit entgegenkommen. Ganz schauen wir uns mal die Länder an, wo Grün tatsächlich mit in Verantwortung ist. Wenn Sie von Verteuerung reden, dann reden Sie darüber, dass an dieser Stelle die Grunderwerbsteuer runter muss. Das würde den Markt und den Baumarkt tatsächlich entlasten. Am Ende des Tages, tut mir leid, bei der Diskussion bleibt nur das übrig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, danke schön. Sie haben Ihr Versprechen eingehalten. Das ist wunderbar. Können andere auch tun und Zeit einsparen. Nächste Rednerin ist Uli Nissen für die SPD-Fraktion.